Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Giant Fun Blog. Der Blog rund um das Thema Kirmes, Freizeitpark und Eventgastronomie. Ihr seht, ich stehe heute hier am Ghost Rider von Löffelhardt. Ich habe hierzu bereits eine Reportage gemacht. Ich blende euch hier oben einfach mal den Link ein. Und in der heutigen Folge von Giant Fun Blog dreht sich alles um die Firma Miwok, die die Fahrgeschäfte umbaut und auch den Ghost Rider von Löffelhardt umgebaut hat. Ich würde einfach sagen, wir legen jetzt los und es ist Time for Fun. Willkommen zurück. Neben mir steht der Marcel Kitzmann von Miwok und der Leon, der Rekommandeur von Ghost Rider von Löffelhardt. Ja, Marcel, du bist von der Firma Miwok, genau, und ihr baut Fahrgeschäfte auf, genau, oder? Wir sind die Firma Miwok Maschinenbau GmbH. Wir bauen Fahrgeschäfte nach DIN 13814 um, nach neuester TÜV-Norm. Ich mache das zusammen mit Herrn Markus Dröger. Wir haben uns darauf spezialisiert, komplett Fahrgeschäfte umzurüsten. Und den Ghost Rider, wann habt ihr den genau umgerüstet? Den Ghost Rider haben wir umgerüstet, ungefähr angefangen haben wir Ende letzten Jahres und haben dafür 3 Monate Umbauzeit benötigt. Ja. Aber es wurde wirklich komplett alles general. In Deutschland sind die Normen ja relativ streng, ne? Oder generell alles, was so Stahlbau angeht. Ne? Genau. Und was macht eure Firma genau an Umbaumaßnahmen? Also wir machen die komplette Elektroanlage. Wir haben aber auch Statiker, die zugezogen werden können für Berechnungen, wenn Änderungen stattfinden müssen. Wir machen eigentlich alles. Also wir arbeiten auch mit externen Firmen zusammen, wo wir, ich sag mal, Teile anfertigen lassen können. Es kommt halt darauf an, ob es eine spezielle Schweißnaht ist und etc. Ja. Ich habe gesehen, das Ding hat ja auch ein eigenes neues Steuerpult bekommen. Ja. Man kann quasi jede einzelne Gondel separat auswählen. Genau. Ja? Und ja, ich habe selber meine Ausbildung als Elektriker gemacht, bevor ich studiert habe. Und okay. Habe damals in der Ausbildung der Ampelanlage programmiert. Und okay. ist das immer noch die gleiche Programmiersprache? Früher programmierte man mit SPSS. Das ist heute programmieren wir mit dem mit SPS. Also hier zum Beispiel ist eine S7 verbaut, ja. 1500er. Ich glaube, uns war es eine S5 oder so hieß das damals. Ja gut, die gibt es glaube ich heute auch noch, aber das Problem ist, wir müssen halt fehlersicher bleiben. Mhm. Wir haben hier eine 1500er drin, wie du gerade schon sagtest, mit dem Gondelkreuz. Wir haben in jedem Gondelkreuz quasi eine eigene IT-Station. Daraufhin können wir jeden einzelnen Bügel auch sehen, ob er geschlossen ist, ob er geöffnet ist, ob er nicht richtig zu ist. Das kann alles komplett überwacht werden. Wir können jeden einzelnen Bügel auch aufmachen. Wir können alles überwachen. Ja, das ist genial. Genau. Wie ist das für dich, Leon, jetzt nach dem Umbau? Merkst du da irgendwie einen Unterschied jetzt für dich? Ist das besonders einfach, komfortabel? Oder wie? Ja, ist auf jeden Fall viel moderner jetzt alles geworden, natürlich. Viel mehr neue Technik. Alles viel einfacher zu überwachen. Ja. Also für uns eine deutliche Erleichterung. Und wie erreicht man das technisch? Ich glaube, der eine oder andere, der das sieht, der wird sich fragen, Mensch, wie macht man denn so eine Bügelüberwachung? Sind das Endschalter, die dann da verbaut sind? Oder es sind Näherungssensoren, die das überprüfen. Näherungssensoren. Genau. Aber es wird auch drucktechnisch nochmal überwacht, weil die Bügel sind beim Ghost Rider pneumatisch. Ja. Es wird alles komplett überwacht. Ja. Also rein theoretisch, was heißt rein theoretisch, ist wirklich so, also wenn sie jetzt einen Stecker ziehen würden, würde nichts mehr funktionieren. Okay, das ist ja schon Wahnsinn. Also mehr Fehlersicherheit ist, glaube ich, schon... Ja, ich glaube, gerade die DIN-Norm, das Thema ist Sicherheit. Ne? Vielleicht kannst du mal sagen, was die DIN-Norm erfordert, was das Geschäft vorher nicht hatte. Also man möchte einfach, dass zum Beispiel jeder Bügel überwacht wird, ja, eine Mindestverrastung hat, Computertechnik, die sich quasi überwacht. Ja, also alles komplett fehlersicher. Ja. Ne, man möchte zum Beispiel Drehzahlüberwachungen haben, ja, dass ein Geschäft nicht zu schnell werden kann. Man möchte quasi komplett alles überwacht haben. Und wenn man sich das so vorstellt, vom Aufwand her, ich habe damals so eine Ampelanlage programmiert. Und ich glaube, da kann man nicht ganz so mit so einem Fahrgeschäft vergleichen, oder? Also wir gucken uns mal an. Klar, eine Ampel ist auch drin. Aber das sind schon Welpen. Ja, das sind Welpen. Also wir haben programmtechnisch ist das Ding schon wirklich Wahnsinn. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war auch, oder es ist immer noch
einer der schönsten Projekte, die ich bis jetzt hatte, ganz ehrlich. Ja, ich kann es mir vorstellen. Also gerade so Fahrgeschäfte, jedes ist anders, jeder Schausteller ist anders. Ja. Und das macht es auch nochmal zu so einer ganz besonderen Herausforderung. Ne? Genau. Und wir haben auch einen Vorteil, sind wir auch ehrlich. Und das kann, glaube ich, der Leon auch bestätigen. Seitdem die Anlage in Betrieb ist, lief sie komplett vom Anfang an störungsfrei. Und das ist auch das, was die Firma Miwok dann auch als Qualitätsmerkmal am Ende des Tages ausmacht. Ne? Genau. Wir sind auch für unsere Kunden, wie jetzt zum Beispiel die Familie Löffelhardt mit ihrem Ghost Rider, wir sind auch jederzeit erreichbar. Also ob es jetzt nachts um 1 Uhr wäre, wenn es zu einer Störung kommen würde, ja, würden wir auch dann selbstverständlich sofort Hilfe leisten. Ja, also 24 Stunden sind wir erreichbar für die Kunden. Ja, das ist gut. Also wenn man gerade so ein Service-Level hat, ja, bei mir jetzt, wenn man im kaufmännischen redet und Verträge macht, sagen wir mal Service-Level. Und ich glaube, ihr macht auch Service-Level wahrscheinlich, ja, wenn ihr Verträge macht. Aber Service wird bei uns auch ganz groß geschrieben. Ja, das verstehe ich auch. Ja, und ihr habt auch noch mehr Fahrgeschäfte, oder gerade aktuell, ja, hier auf der Rheinkirmes ein Fahrgeschäft umgebaut, ne? Der Predator, glaube ich. Der Predator ist jetzt das aktuellste Modell von der Schauspielerfamilie Kaiser. Mhm. Auch ein sehr wunderschönes Projekt gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen, läuft auch störungsfrei. Ja. Ja, also ich muss sagen, so muss es auch sein. Also gerade wenn hier irgendwas passiert auf der Kirmes, wenn dann, ja, genau. Das ist einfach Sicherheit. Die Sicherheit geht vor und sowas muss laufen. Ich habe noch eine Frage zum Ghost Rider. Wenn man, ihr habt ja das Pult da oben drin und ihr könnt auch theoretisch einzelne Gondeln auslassen, oder? Theoretisch, genau, könnte nur eine Gondel betrieben werden. Ja. Also wenn man jetzt gerade ökologisch denkt hier, sieht, genau, zwar wahrscheinlich total blöd aus, also, aber theoretisch könnte man nur zwei Gondeln drehen lassen. Genau, Beispiel. Also wir sind quasi in der Lage jetzt, ich sag mal zum Beispiel, wenn jetzt nicht viel los wäre, könnte man zum Beispiel das Kreuz, das gelbe Kreuz, wie auch das grüne Kreuz zum Beispiel sperren, dann würde es sich auch nicht drehen. Also hat man quasi weniger Stromverbrauch, ja, weil leere Gondeln zu betreiben kostet auch Strom. Ja. Und somit denkt man natürlich auch effizienter. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, Marcel, ich würde sagen, herzlichen Dank. Kein Problem. Für das Interview. Und immer wieder gerne. Ich würde mich freuen, demnächst mal vielleicht bei euch vorbeizuschauen. Und so könnt ihr mal gucken, ob was möglich ist. Das können wir gerne tun. Willkommen zurück. Wir sind jetzt hier im Ghost Rider der Familie Löffelhardt. Ja, und neben mir sitzt Manuela Löffelhardt, die Kundin quasi von dem Umbau von der Firma Miwok. Ja, Manuela, wie läuft das Ganze denn ab mit vom Kundenseite aus? Bringt ihr das Geschäft dann einfach hin oder wird das abgeholt? Werdet ihr mit eingebunden oder wie läuft sowas ab? Ja, das ist eigentlich ziemlich simpel. Also wir haben Kontakt mit der Firma Miwok aufgenommen. Dann haben wir die ganzen Details besprochen. Mein Mann hat dann gesagt, wie er es gerne hätte und hat sich mit den Zweien dann abgesprochen, alles abgeklärt, was umgebaut werden soll, was überhaupt eingebaut werden soll. Ja, dann hat mein Mann das Geschäft hingebracht und die Jungs haben umgebaut und mein Mann ist zwischendurch immer hingefahren, ist mit denen in Kontakt geblieben. Ja, die haben quasi Hand in Hand zusammengearbeitet. Das Ganze ist sehr kundenfreundlich dann auch abgelaufen. Und wir haben eben schon gesagt, die Qualität zeichnet die Firma Miwok aus. Und ich glaube, alle Schausteller, die jetzt gerade den Druck auch haben, auf die neue DIN-Norm umzustellen, sind auch froh, wenn das Ganze zuverlässig läuft und es dann nicht dann zu längeren Ausfallzeiten kommt. Ne? Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview, auch für die Reportage hier vom Ghost Rider. Sehr gerne. Wünsche euch jetzt auch noch viel Erfolg hier auf der Rheinkirmes in Düsseldorf. Und wir sehen uns bestimmt mal wieder auf dem ein oder anderen Kirmesplatz. Dankeschön. Auch dir danke, Marcel. Danke. Und wir möchten uns noch bedanken im Namen der Firma Miwok bei der Familie Löffelhardt für den Auftrag und für die immer stets gute Zusammenarbeit. Wir danken natürlich auch. Ne? Ja. Dankeschön. Ja, danke schön. Ja, damit ist das Ganze ja auch zu Ende. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch zukünftig wieder einschaltet, wenn es heißt Giant Fun Blog. Bleibt gesund, bis dahin, euer René.